Perfekt. Hello, ladies and gentlemen. This is Ralph, and I'm here together with Mr. Eberhard Panne. Hello. Thank you to Bernd Michael Land. We are sitting at his synthesizer studio here right now. And Eberhard is a sound engineering legend. He was working for the public, German public TV station and radio station Hessischer Rundfunk. And in the 1970s, he started his own recording studio together with his partner Paulsen. Friedrich Paulsen, the studio Panne and Paulsen. And during the 1970s, he recorded several milestone electronic albums from Manuel Götsching, Ashra Tempel, Harald Großkopf, Popol Vuh, and Klaus Schulze. We decided to do this interview in German. And Eberhard, jetzt reden wir Deutsch. Ja. Also, ich habe jetzt hier. Ich habe die Fragen jetzt hier auf Englisch und die werde ich jetzt mal schnell übersetzen ins Deutsche. Also ich habe dich ja auf Englisch jetzt vorgestellt und ich glaube, also das muss ich jetzt nicht nochmal übersetzen. Und deswegen möchte ich das Interview beginnen mit der Frage, gibt es für dich irgendein Spruch, Sprichwort, nachdem du lebst und was dir auch in deiner musikalischen Karriere geholfen hat? Irgendein Sprichwort? Ja, fällt mir eins ein. Wenn heute die Welt unterginge, würde ich wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Okay. Das ist, war immer mein Wahlspruch. Egal, was ich gemacht habe, egal, was ich getan habe, daran habe ich immer gedacht. Sehr schön. Ja. Und nun, Eberhard, jetzt kriegst du eine Menge Raum. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du zur Musik gekommen? Mhm. Was hat dich dazu bewogen, Tontechniker zu werden? Mhm. Du hast ein Tontechnikerstudium. Ja. Und dann erzähl, wann hast du dein Tonstudio Panne und Paulsen gegründet? Ja. Und dann auch vielleicht erzähl ein bisschen von den Produktionen, die du in dem Studio gemacht hast. Ja. Ich denke, du hast noch ein paar Fragen zwischendurch zu stellen, wenn ich zu weit abschweife oder so, dann hol mich wieder auf den Teppich. Ja, schönen Dank erstmal, dass ich dieses Interview, dass wir dieses Interview machen können. Freue ich mich sehr. Ich glaube, ich bin bekannter, als ich denke. Aber ja, ich werde ein bisschen erzählen von mir. Also ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Westfalen, im Sauerland. Und bin dann in der nächsten größeren Stadt zur Schule gegangen. Und wir hatten zu Hause in unserem Haus ein Klavier, stand auf dem Flur. Das hatten wir auf dem Flur stehen, weil meine Tante, also die Schwester meines Vaters, wohl Klavier gespielt hat und auch gesungen hat. Und so. Und die hatte dann geheiratet und das Klavier war da geblieben, weil das in ihrem Elternhaus war. Und da habe ich das Klavier eigentlich so erobert. Ich habe einfach mal den Deckel aufgeklappt, habe mich rangesetzt und habe versucht, ein paar Töne zu spielen und habe gemerkt, ah, das funktioniert ganz gut. Und so. Und dann habe ich mir das eigentlich soweit selbst beigebracht. Ich habe alles, was mir vor die Flinte kam, auch was an Noten, Noten habe ich dann irgendwann auch recht bald gelernt, habe ich dann alles gespielt. Das war Unterhaltungsmusik, das waren Operetten, das waren also all solche Schlager und sowas, also nichts Besonderes. Und da war ich 6, als ich das Klavier zum ersten Mal in Angriff genommen habe. Da war ich noch nicht in der Schule. Dann habe ich während der Schulzeit habe ich zunächst mal Blockflötenunterricht gekriegt. Blockflötenunterricht. Das war das schlimmste Instrument, das ich je in der Hand hatte, glaube ich. Ich glaube, damit wurde fast jedes Kind gequält. Ja, das ist wohl so. Das war wohl so. Ich habe das auch gelernt. Ehrlich? Ja, ich musste das auch machen. Ja. Und irgendwie habe ich die Töne nicht richtig getroffen. Also, und es klingt auch nicht schön. Eine Blockflöte klingt nie schön. Naja, es gibt schon Unterschiede in der Blockflöte. Ich habe später Blockflöten aufgenommen und da habe ich gemerkt, die können wirklich sehr schön klingen. Aber das muss einer können und es müssen gute Instrumente sein. Ich hatte also offensichtlich so ein Spielinstrument, das hat vorne und hinten nicht gestimmt. Das habe ich zwar damals noch nicht so gemerkt, aber es war mir einfach zuwider. Und da bin ich bald aufs Klavier umgestiegen und das war eine Organistin, die also auch eigentlich nicht richtig Klavier spielen konnte. Orgel spielte sie ganz gut, aber da hat sie mir offensichtlich Fehler beigebracht. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht und habe ich wieder keinen Unterricht gekriegt, weil ich inzwischen aufs Gymnasium ging und Fahrschüler war und auch keine Zeit hatte dazu. Und dann habe ich mir weiter das Klavierspielen selber beigebracht mit allen Fehlern, die man so macht.
Und dann ging es um die Berufswahl, nach der du gefragt hast. Das war dann schon im Abitur. Ich wusste bis dahin eigentlich nicht, was ich machen wollte. Ich wäre vielleicht gerne Reisebegleiter geworden, aber das ist ja kein Job. Das war vielleicht auch damals noch kein Job. Also das war eigentlich nur so ein Hirngespinst von mir. Und dann brachte mich mein Musiklehrer so in der Abiturphase, das kann gewesen sein, also wir haben noch zu Ostern Abitur gemacht, das kann gewesen sein im Herbst 1960. Und sagte, du bist doch gut in Physik und Mathematik und in Musik sowieso. Ich mach dich mal darauf aufmerksam. Es gibt da einen Berufsweg als Toningenieur. Da musst du Musik und Mathematik und Physik musst du da gut sein. Erkundige dich mal. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich mich einladen lassen zur Aufnahmeprüfung. Hatte aber vorher noch eine andere gemacht, weil meine Mutter unbedingt wollte, dass ich Kaufmann werde. Und da habe ich eine Aufnahme an der Höheren Handelsschule gemacht, Aufnahmeprüfung. Hätte ich wahrscheinlich auch bestanden, aber das Ergebnis habe ich gar nicht abgewartet. Nachdem dann das Ergebnis von der Aufnahmeprüfung auf der Schule in Düsseldorf, wo ich das gelernt habe, das Toningenieurstudium, kriegte ich die Antwort, ich hätte bestanden. Und wir waren von, ich glaube, 30 Bewerbern, die auf diesen Berufswunsch hinkamen, waren 15 angenommen worden. Und das Studium ging 3 Jahre. Ich habe dann nach 3 Jahren waren wir dann bloß noch 11, die Prüfung gemacht haben. Und davon haben, glaube ich, sind einige in die Forschung gegangen und einige sind zu den Rundfunkanstalten und den Tonstudios gegangen, die es so viele ja noch nicht gab. Und ich habe auch ziemlich schnell einen Job gekriegt. Zu der Aufnahmeprüfung muss ich noch sagen, also die wollten von uns eine ganze Menge wissen natürlich. Die haben auch einen Gehörtest mit uns gemacht und haben da Sinustöne vorgespielt. Und ich wusste überhaupt nicht, wo ich war bei den Sinustönen. Ich hatte das Gefühl, ich habe da also überhaupt nichts begriffen, was die von mir wissen wollten. Aber im Klavierspielen war ich ganz gut, damals schon, obwohl ich keinen Unterricht gehabt hatte oder wenig Unterricht gehabt hatte. Und da bin ich in die Meisterklasse, da bin ich ganz stolz drauf, bin ich in die Meisterklasse am Konservatorium in Düsseldorf aufgenommen worden. Das war eine tolle Sache. Und ich hatte dann Unterricht bei einem, ja, ich möchte sagen, Enkelschüler von Franz Liszt. Der war über Max Reger, hatte der wohl das Klavierspielen irgendwie gelernt. Und der hat mich unterrichtet, das war sehr gut. Der hat mich vor das Klavier gesetzt, hat gesagt, spiel mal eine Tonleiter und dann, oder spielen Sie mal eine Tonleiter. Und die habe ich dann so gut gespielt, wie ich konnte. Und dann sagt er, nee, jetzt fangen wir mal ganz von vorne wieder an. Und das war wirklich gut. Das war toll. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt in 3 Jahren. Das muss ich sagen, es war sehr toll. Und ich spiele heute noch gerne Klavier. Ja, so bin ich zu dem Beruf gekommen. Aha. Ja, dann habe ich mich beworben. Bei 3 Rundfunkanstalten. Und der Hessische Rundfunk war so gut, so gütig zu mir. Und sagte, ja, wir brauchen da einen, der muss sich Musik auskennen, der soll also Fernsehproduktionen machen und so. Lassen Sie mal bei uns anfangen. Dann haben sie mir einen Job gegeben als Tontechniker, also nicht als Toningenieur. Und das fand ich auch wiederum gut, weil ich den Eindruck hatte, ich hatte also für die Praxis nicht viel gelernt in dem Studium. Und das hat mir ganz gut getan, dass ich da noch Praxis gelernt habe. Ich habe zwar dann schon eigenverantwortlich gearbeitet, ich habe also in diesem sogenannten Sternpunkt gearbeitet, der die ARD-Sender alle zusammenschaltete. Damals wurde ja noch umgeschaltet mit einer Umschaltansage, mit einer Ansagerin, die im Studio saß und sagte, wir schalten jetzt um zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt. Dann habe ich den Regler umgedreht, umgelegt, den einen zu, den anderen aufgemacht und dann war das passiert. Ist auch mal was schiefgegangen dabei. Ich habe mal, als das Bild und der Ton ausfielen, irgendwann habe ich mal eine Musik abgespielt, habe die mit der halben Geschwindigkeit abgespielt. Ich habe mich nur gewundert, dass es so lange dauert. Gemerkt habe ich es nicht. Ja, so bin ich zu dem Job gekommen. Ja, und dann hast du auch schon gefragt nach dem Studio. Ich habe dann etwa 6-7 Jahre im Fernsehen gearbeitet und bin dann halt doch an die Musikproduktion, die ich so gern gemacht hätte, nicht rangekommen, weil ein junger Kollege vor mir da war, der hat ein Jahr vor mir angefangen. Der hat das ganze Gebiet abgedeckt, damals schon. Und dann kriegte ich eine Anfrage von einem privaten Studio in Frankfurt, ob ich nicht Lust hätte, da hinzugehen, über einen Tonmeister, den ich kannte vom Hessischen Rundfunk. Da bin ich da hingegangen und habe mich dann da erstmal ein halbes Jahr so nebenher beschäftigt mit Produktionen, Schallplattenproduktionen, habe da sehr viel gemacht, aber hauptsächlich Klassik und so. Und habe dann nach einem halben Jahr entschieden, ich verlasse den Hessischen Rundfunk und gehe dahin. Und das habe ich dann noch 1,5 Jahre gemacht. Da habe ich den Kollegen Paulsen kennengelernt, der kam auch in das Studio. Die hatten inzwischen ein neues Studio aufgebaut.
das von einem Techniker, der von Telefunken eingerichtet worden war. Und das lief nicht so gut. Und da haben wir schon recht frühzeitig gesehen, also hier setzen wir uns ab, wir beide. Und dann haben die anderen gesagt, als sie das gehört haben, ach guck mal, die kleinen Jungs, die grünen Jungs, die wollen ein Tonstudio machen. Die werden also schön auf die Nase fallen. Aber es war halt das Gegenteil der Fall. Natürlich haben wir Kunden mitgenommen aus dem Studio, das dann auch gleich zumachte, als wir weg waren. Und ja, und so kam eins zum anderen und irgendwann im Jahr 1976 stand Klaus Schulze vor mir in der Tür und sagte, ich hab gehört, ihr habt ein Studio, wollen wir was zusammen machen, wa? So kam er rein. So kam er rein. Ja. Und das war dann hier die erste Platte. Richtig. Die ihr aufgenommen habt. Die Moondawn. Die Moondawn. Ja. Und hier steht auch drin, na, wo ist es, auf der Rückseite. Mhm. Recorded January 1976 with Harald Großkopf, Drums at Studio Pannepausen, Frankfurt. Ja. Thanks. Ja. Steht hier noch auf der Rückseite. Ja. So, und ja, du hast ja auch mit anderen Künstlern dann gearbeitet aus den 70er Jahren. Ich möchte auch Manuel Götsching, Ashra, ja, erwähnen. Ja. Harald Großkopf hast die Platte aufgenommen, Synthesist. Ja. Aber jetzt fangen wir mal mit Klaus Schulze an, weil das ja der erste Elektroniker war, ja, der bei dir angeklopft hat. Lass mich mal gerade vielleicht noch was sagen zu meiner Arbeitsauffassung insgesamt. Ich hatte mir vorgenommen, ich wollte ein Allround-Toningenieur sein. Ich wollte also alles machen, was auf mich zukommt. Ja. Für mich ist also das Tonmaterial, mit dem ich gearbeitet habe, ist ein Arbeitsmaterial gewesen, das musste ich so gut wie möglich rüberbringen. Ich habe mich wenig um Inhalte gekümmert. Mhm. Ja, ich habe also wenig... ja, wenig dazu gesagt, wenn Klaus Schulze am Pult saß und habe dann gesagt, ach, das ist ja toll und sowas. Also habe ich mich eigentlich ziemlich zurückgehalten, obwohl ich es gut fand. Aber ich wollte da nicht parteiisch sein. Und auf die Weise bin ich also zu allen möglichen Aufnahmen gekommen. Ich habe also von Klassik über Rock und Pop und Sacro-Pop, das war damals eine ganz große Nummer, da gab es also viele. Was ist das denn? Das waren, erklär doch das mal bitte. Das waren so freie evangelische Kirchen, ja, die Musikgruppen hatten damals und die fanden das ganz toll und haben Schallplatten produziert. Aha. Und die hatten viel Geld und da habe ich viel verdient. Ja? Das war alles also musikalisch und technisch auch einwandfrei, aber es war natürlich inhaltlich so ein bisschen für mich, naja, aber auch das hat mich nicht gestört. Ich habe das einfach gemacht, habe es so gut gemacht, wie es ging und das hat auch prima funktioniert. Bis dann eines Tages auch der Klaus Schulze kam und dann hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Okay, ich will jetzt dazu was sagen. Ja. Vor ein paar Tagen waren wir ja auf der Musikmesse, ja, und da habe ich gesagt, du hättest 6 Platten, ja, produziert. Ja. Und da ist mir ein Fehler unterlaufen. Und zwar, ja, die Time Wind, die, ja, wurde nicht bei Eberhard im Studio aufgenommen. Die hat anscheinend der Klaus Schulze bei sich zu Hause noch in Berlin gemacht, ja, oder ein Berliner Studio. Ja. Also, ich meine nur, mich zu erinnern, dass er zumindest mit dem Mastertape zu mir gekommen ist und wir haben das noch bearbeitet. Das kann ich aber nicht mehr genau sagen. Okay. Ja, ja. Die Platten, die bei dir aufgenommen wurden, waren also die Moondawn hier. Ja. Dann... Die Mirage. Mirage. Ja. Und das Doppelalbum X. Die 10. sozusagen. Die 10. Und dann die beiden Body Love. Das ist jetzt hier die Body Love Volume 1. Mhm. Und die Body Love Volume 2. Die wurden bei dir gemischt. Die wurden nur bei mir gemischt. Er hat diese Musik hat er zu einem Pornofilm aufgenommen. Wurde er gefragt, ob er das macht, und da ist er wahrscheinlich genauso wie ich. Ich sage, es ist egal, was ich mache, Hauptsache ich kann Musik machen. Und hat es dann gemacht, hat es eingespielt in einem Studio, wenn ich mich recht erinnere, in Bochum, also es war irgendwo im Ruhrgebiet. Und der Film ist auch da gemischt worden, also die Musik für den Film, aber die beiden Platten, die haben wir also zumindest nachgemischt bei uns. Okay, ich will dazu was sagen. Ja. Darauf ist auch der Harald Großkopf eingegangen. Mit dem habe ich ja ein Interview gemacht, ja, vor kurzem. Ja. Ich setze den Link zu Harald seinem Interview in die Infobox von diesem Video oder in die Infocard hier oben. Einfach mal draufklicken. Ja. Und der Harald hat mir erzählt, er musste mit dem Schulze teilweise auch hingehen zum Screening des, ja, Films. Ja, ja, und ja, 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 nach einer Zeit konnten sie es einfach auch nicht mehr sehen. Ja. Aber sie hatten Spaß dran, die Musik zu machen. Genau. Weil der Harald Großkopf hat auf diesen beiden Body Love auch die, ja, Drums, ja, gespielt. Ja, ja. Klaus hat auch in der Zeit schon Musik zu Hörspielen gemacht. Also er hat nicht nur seine eigenen Produktionen
Aha. hergestellt. Ja, ja, das ist damals schon, hat damals schon angefangen. Wie viel das gewesen ist, kann ich nicht sagen. Okay. Er hat auch die Musik zu einem amerikanischen Spielfilm gemacht, Barracuda hieß der. Das war ein ziemlich grausamer Film, muss ich sagen. Und er hat, also ich finde die Musik ganz toll. Die ist also ganz im Stile von Schulze. Aber ja, trifft auch auf den Film zu. Der Film war recht grausam. Da ging es um Rauschgiftgeschichten. Und da war wohl, hatte wohl irgendeiner oder irgendeine Truppe hatte Rauschgift ins Meer geworfen und hat dann Barracudas, also diese, das sind ja Raubfische, ja. Barracudas vergiftet und die haben sich derart verändert, sind sehr, sehr aggressiv geworden. Aha. Und das war eine ganz wirre Geschichte. Und so, aber die Musik war ganz toll. Ja, cool. Ja. So, dann möchte ich sagen, ein anderer herausragender Künstler, mit dem du halt gearbeitet hast und mit denen auch der Klaus Schulze zusammengearbeitet hat, war Ashra Tempel, Manuel Götsching. Ja. Und soviel ich weiß, wurden bei dir die Platten aufgenommen, also zum einen hier die Correlations und die Belle Alliance. Belle Alliance? Ja. Da möchte ich auch sagen, ich habe mit Manuel Götsching vor einigen Wochen ein Interview gemacht. Ja. Also der Link zu diesem Interview mit Manuel Götsching in der Description Box, Infobox von diesem Video oder auch hier in der Infocard. Erzähl doch ein bisschen mal was, deine Erfahrungen mit Manuel Götsching. Ja, dazu muss man so ein bisschen von der Vorgeschichte sagen. Sie kamen ja beide von Tangerine Dream. Hatten bei, ich glaube, der Manuel nicht, der Klaus Schulze nur. Ich bin nicht ganz sicher, ob der nicht auch schon dabei war. Oder war das? Nee, das war erst Ashra Tempel. Ashra Tempel, das war die nächste Truppe, in der sie beide, ja, in dem sie das erste Mal beide zusammen waren, glaube ich. So war das. Ja. Hat er die Drums gespielt, der Klaus. Der Klaus hat bei Tension und Dream die Drums gespielt und er galt als der schnellste Drummer Deutschlands zuletzt. Ehrlich? Ja, ja. Aha. Ja, ja. So den Beinamen hatte er. Ja. Den hat er auch mit Humor getragen, ja. Ich denke mal, er war nicht umsonst Schlagzeuger bei Tangerine Dream, er war praktisch die Bei Ashra Tempel dann auch, bei Manuel Götsching hat er dann auch die... Er war die Grundlage dieser, das ist immer so, auch ich habe ja später mit Big Bands gearbeitet, also der Schlagzeug, der Drummer ist der wichtigste Mann in der Big Band, der muss die Big Band zusammenhalten. Der muss auch, der kann auch so spielen, dass er vorbereitet, dass das alles also sehr, sehr harmonisch und sehr folgerichtig auch klingt, was solche Orchester machen. Und das hat wohl Klaus Schulze da auch gemacht. Und da hat er sich einen großen Namen erworben in der Zeit. Okay. Schon. Und der Manuel dann, der hat ja, ich habe, also die Platte, wo ich eigentlich dann, also Manuel Götschings Musik so richtig kennengelernt habe, das war die Inventions for Electric Guitar. Ja. Die hat er bei sich zu Hause gemacht. Richtig. Nur eine E-Gitarre, ein Mann, Manuel Götsching und unendlich viel Kreativität. Also ich finde die genial. Ja. Und die Platte, die Correlations, die er dann bei dir gemacht hat, das war 1979, habe ich dann hier auf der Hülle gelesen. Ja. Und so. Willst du ein bisschen unter... Moment, der Harald Großkopf ist auch wieder dabei hier. Ja, genau. Drums, Percussion, Synthesizer and Sounds. Ja, ja. Ja, ich muss dazu sagen, dass also diese Platte ist bei mir gemischt worden und nur ein Titel ist bei mir aufgenommen worden. Das ist der Titel, wo ist er? Ice Train. Ja. Ice Train. Okay. Ice Train, der Titel ist bei mir aufgenommen worden. Kurzer Titel, ich glaube 7 Minuten oder sowas. Könnte ich nachsehen, ist aber egal. Die anderen hat er alle bei sich aufgenommen oder in einem anderen Studio in Berlin. Aber gemischt worden ist die, wenn ich das richtig sehe, bei mir. Remixed at Audio Studio Berlin, Engineer Udo Arndt und Remixed at Panne Pausen Studio Frankfurt. Ja, also so habe ich das auch in Erinnerung. Ja, das ist so gewesen. Ich finde das ein tolles Cover. Ja, das Cover ist auch eine tolle Musik. Sehr schön. Ist auch eine tolle Musik. Und, ja, es ist ganz anders als Schulze letzten Endes und auch der Harald Großkopf, obwohl die also sehr viel zusammen gemacht haben, unterscheiden sich die Musiken doch ziemlich. Ja. Dann diese hier, Belle Alliance, die ist 1980 gemacht, die ist komplett bei dir aufgenommen worden. Ja, ich denke ja.
Schau mal drauf, deine Arbeit, Eberhard. Ja. Das ist jetzt 35 Jahre her, oder 36. Wir haben 1986. Quatsch, 2016. Recorded and mixed at Panapause. Dann war das wohl bei dir aufgenommen. Dann ist das auch bei mir komplett alt. Im Juli 1979. Ja. Okay. Dann hier, und diese Platte, einer meiner Lieblingsplatten, muss ich dazu sagen, ist hier Synthesis. Von Harald Großkopf. Ja. Und geniale Platte. Also vor allem der erste Track, So weit, so gut. Wie schön brachial der einsteigt. Ja. Und die wurde komplett bei dir aufgenommen, Ende 1979. Ja. Und möchtest du dazu etwas sagen? So wie? Ich habe nach wirklich langer Zeit habe ich diese Platten jetzt im Vorfeld zu diesem Interview wieder angehört und habe jetzt eigentlich, ich kann nicht sagen, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe mich also weniger um die Inhalte gekümmert, ich habe mich darum gekümmert, dass das technisch und musikalisch alles okay war. Also um Inhalte, um Abläufe und sowas habe ich mich nicht gekümmert. Ich habe vielleicht den einen oder anderen Tipp mal gegeben, man könnte vielleicht diesen Part an eine andere Stelle setzen oder so. Sowas habe ich schon gemacht. Aber über die musikalischen Inhalte habe ich mich damals nie ausgelassen. Ganz bewusst nicht, weil ich, wie gesagt, jedes Akustikmaterial eben als Material angesehen habe, dass ich optimal auf ein Band und auf eine Platte bringen muss und übertragen muss. Das war meine Aufgabe. Ich habe auch, das kann ich auch sagen, ich habe auch nie selber produziert. Ich habe also immer nur ein Dienstleistungsstudio gehabt. Ich habe mein Studio zur Verfügung gestellt, habe die Bänder abgeliefert, habe die Rechnung gestellt und damit war das für mich fertig. Zuerst mal. Also das mal so zum Grundsätzlichen. Für mich ist eigentlich Klaus Schulze der Geniale von den dreien, wenn ich das so sagen soll. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere auf den Schlips getroffen fühlen, aber ich kann es auch begründen. Oder ich möchte es gerne begründen. Klaus Schulze hat mit dem Modularsystem, wir sehen sowas im Hintergrund hier, wenn Sie es erkennen können, das ist aber nicht seins, das ist in dem Studio hier. Von Bernie, wo wir jetzt sind. Ja, genau. Er kam mit dem Equipment an, mit einem Lastwagen. Das muss man schon sagen, und hat allein 3 Tage, eigentlich 3 Nächte gebraucht, um das Ganze aufzubauen und zu verkabeln. Und dann haben wir noch 2 weitere Nächte an Sounds gesucht und dann haben wir angefangen zu produzieren. Und was da rauskam, das war für mich sowas von neu. Ich muss dazu sagen, dass wir uns im Studium schon, also das war Anfang der 60er Jahre, mit Synthesizern in der Musik beschäftigt haben. Wir hatten einen Dozenten, der uns also unterrichtete über Synthesizer. Und wir haben damals alle schallend gelacht. Alle 15 Studenten, die wir da haben, gesagt, Synthesizer und Musik, das geht nie zusammen. 1960. Ja. Und dann war es 15 Jahre später, war es soweit. Klaus Schulze war also 76 bei mir im Studio und hat genau das gemacht, was die uns prophezeit haben. Und das war schon toll. Und er hat das gleich auf so eine geniale Weise gemacht. Er hat nie einen Sound aus dem Synthesizer unverändert übernommen. Er hat an jedem Sound rumgebastelt. Das hat sehr viel Zeit gekostet, aber es hat sich auch gelohnt. Er hat jeden Sound bearbeitet in einer ganz individuellen Art und Weise, die ich auch sonst eigentlich nie wieder gehört habe. Also auch Harald Großkopf hat das nicht gemacht und ich muss auch sagen, Manuel Götsching hat das in der Form nicht gemacht. Da sind immer Sounds rausgekommen, die Synthesizer so gar nicht gehabt haben. Es ist immer Bewegung in dem Klang gewesen. Er hat den Klang gedreht, er hat ihm langsam Höhen zugegeben, er hat ihn gefaced. Und, also Fachleute wissen, was damit gemeint ist. Er hat die Sounds immer bearbeitet und da sind die lebendig geworden. Wenn ein Synthesizer einen Sound, es mag heute vielleicht auch anders sein, aber wenn ein Synthesizer damals einen Sound abgab, dann war das ein stehender Ton. Dem konnte man ein bisschen Vibrato geben, dem konnte man ein bisschen Hall dazugeben oder sowas. Aber dass ein Sound sich so ganz langsam über eine Minute oder 2 Minuten auch in sich veränderte, immer wieder, dass der immer neu war. Und wenn er dann auch eine Melodie darüber spielte, dann klang die Melodie auch immer wieder anders. Ja? Also da hat er wirklich ganz Großes geleistet, muss ich sagen. Das hat ihm, soweit ich weiß, eigentlich keiner nachgemacht. Und das hat mich fasziniert.
Das haben die anderen nicht gemacht. Ich will die Leistung von den anderen nicht herabwürdigen. Die haben auch tolle Sachen gemacht. Aber diese Art zu arbeiten, er hat mir mal gesagt, also ich habe ihn mal gefragt, ja, warum machst du so lange Stücke? Die Stücke sind ja alle eine halbe Plattensatz. Ja, halbe Stunde, ja, in der Regel. Das war das Maximale, was wir damals rausholen konnten, denn die Platten waren nicht länger. Mhm. Wenn wir sie hätten länger machen wollen, dann mussten wir den Pegel zurücknehmen, damit das überhaupt noch drauf ging. Und da hat er zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, also weißt du, ich kann mich in 3 Minuten nicht ausdrücken. Ich brauche da Zeit dazu. Ich muss mich entwickeln können, ich muss die Musik entwickeln können, ich muss die musikalische Idee entwickeln können. Und das hat er auch gemacht. Und das finde ich toll. Er wiederholt sich eigentlich nirgends. Nirgends bei einem Titel. Also ob das auf der Moondawn, auf der X ist oder auf der Mirage. Das sind immer lange Titel, meistens lange Titel. Er hat auf der X hat er mal ein paar kürzere Titel genommen. Da hat er mal einer Titel ist genommen. 5 Minuten. Einer ist 5 Minuten und so, die anderen sind so eine halbe Plattenseite lang. Aber ansonsten sind das auch lange Titel. Er braucht einfach diese Entwicklung. Und das hat er, finde ich, gut hingekriegt. Dafür bewundere ich ihn. Da war er also wirklich ganz groß. Hat dir also Spaß gemacht? Das hat mir Spaß gemacht, ja. Mhm. Ja, das war also vom Klang, das waren ungehörte Klänge, die ich bis dahin gehört. Das war 76. Ja. Du hast mir auch im Vorfeld des Interviews gesagt, ihr habt vorwiegend nachts gearbeitet. Ja. Also abends um 7 habt ihr angefangen. Ja, dann haben wir erstmal die Synthesizer eingeschaltet und hochgefahren und ein bisschen probiert. Und gestimmt. Bestimmt, ja. Das war auch notwendig. Ja, weil die alten Analog-Synthesizer sich immer so gerne verstimmt haben. Ja, ja. Das tun sie auch heute immer noch, die alten Analogen. Ich glaube, das war dem Minimoog immer noch der Fall. Ne? Und ihr habt hauptsächlich nachts gearbeitet. Ja. Und wurde dann, also er war nachts richtig kreativ. Er war ein Nachtmensch, ja, ja. Für mich war das schwierig, aber ich habe das trotzdem gemacht, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat, mit ihm zu arbeiten. Wir haben uns auch gut verstanden, muss ich sagen. Wir haben also oft am Pult gesessen, gerade bei Mischungen, wenn wir die Abmischung gemacht haben, und haben uns so angeguckt und haben dann im gleichen Moment mit der Hand an einem Regler gesessen, also am selben Regler. Mhm. Ja? Also das zeigt schon, dass da eine gewisse Übereinstimmung da war. Mhm. Ja? Dass wir gesagt haben, also jetzt müssen wir an dem Punkt was machen. Und das war auch richtig, das haben wir dann auch gemacht. Ja? Also das war schon erstaunlich. Mhm. Ja. Okay, Eberhard, jetzt überlege ich gerade noch was, ob wir zu den... Ach ja, ich möchte noch mal auf die X eingehen. Ja. Weil die X, da habt ihr mit Orchester zusammengearbeitet. Da haben wir mit Streichorchester zusammengearbeitet. Und das Orchester wurde auch bei dir aufgenommen. Ja. Möchtest du zu der Produktion noch etwas sagen? Ja, kann ich sagen. Klaus wollte irgendwann irgendwas mit Orchester machen und fragte mich, ob ich jemanden wüsste, der ihm dabei helfen könnte. Denn also Orchester hatte er noch nie gemacht. Und doch, auf der Irrlicht. Aber das war ganz verfremdet. Seine allererste Platte war 1971. Ah ja. Und man erkennt es kaum. Das hatte also durch diverse Effekte, aber da war schon ein Orchester dabei, 1971. Ah ja, okay. Also da wollte er da wieder was machen und wollte eigentlich wissen, wie kann ich das in Frankfurt machen. Und ich kannte natürlich eine ganze Reihe Musiker, weil die Orchestermusiker vom Hessischen Rundfunk gingen bei mir ein und aus im Studio, weil ich ja nicht nur diese elektronische Musik gemacht habe. Ich habe ja, wie gesagt, alles gemacht. Ich habe auch Schlagermusik produziert, ich habe Rockmusik produziert. Und ich habe gerade für diese religiösen Sachen habe ich also sehr viele Orchestermusiker gebraucht. Okay. Die wollten das immer einen großen Sound haben und sowas. Das haben wir gemacht. Und so kannte ich die also. Und dann habe ich einen angesprochen, von dem ich wusste, dass er arrangiert. Der hat später auch für das London Symphony Orchester hat er Pop-Titel arrangiert. Okay. In ganz großem Stil. Und der hat sich mit Klaus Schulze zusammengesetzt und das, was sie zusammen gemacht haben, das ist auf der X zu hören. Da sind 3 Titel drauf, ungefähr anderthalb Plattenseiten lang. Nee, 2, glaube ich, waren das. Ludwig von Bayern. Ja, es waren knapp 3 halbe Stunde und dann Heinrich Titel. Von Kleist. Da war es viel. Ah ja, 2,5 Seiten lang. Und dieser Friedemann Bach. Friedemann Bach, das ist auch. Das auch. Ja, sind wir hier. Friedemann Bach, 18 Minuten, 2 Sekunden. Ja, 2,5. Ludwig von Bayern, 28 Minuten, 40 Sekunden. Dann Heinrich von Kleisten, 29 Minuten und 32 Sekunden. Also 2,5 Plattenseiten lang sind da Streicher-Sounds drin. Und der hat das sehr einfühlsam gemacht. Der hat sich also auf diese Musik von dem Klaus Schulze sehr gut eingestellt. Das ist nicht eine übliche Musik, denn Schulze hat eine ganz eigene Harmonievorstellung. Ja. Ich habe ihm irgendwann mal vorgeworfen, dass er
wahrscheinlich doch von Harmonielehre vielleicht ein bisschen weniger Ahnung hätte. Aber er hatte eine ganz bestimmte Vorstellung. Er hatte schon Ahnung von Harmonielehre, aber er hat sie völlig anders behandelt, als das ein Klassiker behandeln würde. Er schreibt ja auch mal, ist ein Text, wo er davon schreibt, dass er eigentlich von der klassischen Musik herkommt, aber dass er die klassische Musik ganz anders auffasst. Ja? Und so hat er es mit der Harmonie auch gemacht. Ich musste mich da ein bisschen gewöhnen, wenn er also geschrieben hat von was weiß ich, B-Dur oder B-Moll oder so, dann war das vielleicht ein S-Moll eine andere Tonart. Er hat sich immer nach dem Ton gerichtet, den er als tiefsten hatte. Das muss nicht unbedingt der Grundton der Harmonie gewesen sein. Okay. Also er kann B, das ist die Quinte von S, kann er natürlich als Grundton nehmen und kann darüber ganze Harmonien aufbauen. Aber das ist dann nicht B-Moll, sondern S-Moll. Und das hat er so für sich genommen. Es waren auch anfangs nicht immer so ganz klare Harmonien. Er hat selten eine klare Moll- oder Dur-Harmonie genommen. Das, man kann immer sagen, es ist immer so ein bisschen dazwischen gewesen. Er hat sehr viel mit Sekunden gearbeitet. Er hat dann zum Beispiel die Terz, die ob es nur eine große oder kleine Terz ist, die ja die Harmonie eigentlich bestimmt, ob das Moll oder Dur ist, die hat er selten selbst gespielt. Ja, das war immer so ein Zwischenspiel, so ein Schweben zwischen Harmonien und dann ist er mal eine Terz runtergegangen, eine Quint höher und sowas. Also hat das Ganze aber eins zu eins hochgeschoben, ohne irgendwelche Überleitungen. Es ging ganz plötzlich, auf einmal hat er einen Ton gewechselt und dann war er in einer anderen Tonart. Ja. Okay. Deshalb war das für den Arrangeur natürlich recht schwierig. Aber der hat das hervorragend gemacht, muss ich sagen. Ich will nochmal sagen, Eberhard hat im Rahmen seines Studiums natürlich auch gelernt, komplette Partituren zu lesen. Das ist richtig, ja. Weil du musstest ja auch bei der Arbeit Hessischer Rundfunk, Bitbands, Orchester aufnehmen, musst du die Fähigkeit haben, alles mitlesen zu können. Ja, das ist richtig. Und, muss man die Fehler hören. Das ist halt... Anhand der Partitur feststellen, wo sind denn die Fehler, wo haben sie falsch gespielt. Tontechniker der alten Schule. Ja, ja, richtig. Richtig, ja. Das haben wir alles gelernt, das war richtig. Also ich habe ein Studium gemacht, das bis auf Dirigieren eigentlich im Kapellmeisterstudium gleicht. Aha. Ja, Dirigieren haben wir nicht gehabt. Das haben sie uns nicht beigebracht. Vielleicht haben sie da an die Konkurrenz gedacht. Ich weiß es nicht. Nein, also ich habe aber alles, Harmonielehre und Tonsatz und so und sowas und natürlich Partitur spielen. Wir haben eine Partitur, die war also so lang mit 40 Zeilen, 40 Instrumentenzeilen drin. Die mussten wir aufs Klavier umsetzen in der Prüfung. Das habe ich auch gemacht. In welcher Zeit? Wie viel Zeit haben Sie dir da gegeben? Naja, wir konnten das schon vorbereiten. Wir konnten uns schon ein paar Tage vorher damit beschäftigen. Mal überhaupt mit solchen Partituren. Man hat dann nicht die Partitur gekriegt, die man sich vorgenommen hatte. Aber man lernt ja das Lesen. Okay. Man muss erkennen, welches ist die leitende Melodielinie. Die steht nicht immer ganz oben. Die steht manchmal ganz in der Mitte bei den Streichern oder bei den Flöten oder so. Und das muss man erkennen. Und dann muss man den Bass, den kann man natürlich sehr leicht erkennen. Und daraus kann man dann auch eine Partitur abspielen. Ja. Also, großes Wissen bei diesem Mann. Ja. Eberhard, ich würde jetzt ganz gerne, jetzt haben wir viel über die Platten geredet, für die Musik und über die anderen. Ich möchte mal wieder mehr auf dich zurückkommen. Gut. Und da ist jetzt meine Frage, ich habe es mir in Englisch notiert, ich werde es jetzt schnell mal einen Moment auf Deutsch. Ah ja, okay, was sind eigentlich deine Grundwerte im Leben als Musiker und Künstler? Und gab es in deinem Leben irgendeinen Vorfall, wo du dir so richtig bewusst wurdest auf diesen oder dieser Grundwerte? Und wie hat es dir dann weiterhin in deinem Leben geholfen als Musiker und Künstler, Tontechniker? Gibt es da einen bestimmten Grundwert? Ja, einen, der mir jetzt so einfällt, das ist Ehrlichkeit. Also nicht irgendwas verschleiern, wenn man einen Fehler gemacht hat und sagt, oh, das ist damit Instrument kaputt oder sowas, das muss ich mal reparieren. Nee, einfach sagen, ich habe mich vergriffen. Zack. Und das habe ich immer ehrlich durchgehalten. Und ich muss sagen, im Anfang bin ich da sehr mit angeeckt. Da habe ich also gerade beim Hessischen Rundfunk, als ich da so war und habe Sendedienst gemacht, und bei live passiert natürlich schnell mal irgendwas, dass man falsche Regler aufzieht. Ich habe das immer gesagt. Ja, es lässt sich auch nicht so gut verschleiern. Also wir waren in zwei Regien, eine Bildregie gab es und eine Tonregie und ich saß in der Tonregie und die konnten natürlich alles mitkriegen, was wir machten. Und so, wenn ich da gesagt hätte, wenn ich da irgendwas erfunden hätte, was nicht gestimmt hätte, hätte ich mich lächerlich gemacht. Also habe ich das lieber zugegeben und mit dieser Einstellung, die habe ich dann später auch immer beigehalten. Mit dieser Einstellung bin ich eigentlich immer gut gefahren. Okay. Ja?
Also ehrlich sein ist eine ganz wichtige Sache. Und anderes, was sich daraus ableitet, ist wahrhaftig sein. Also man muss, ja, heute sagen sie authentisch. Man muss authentisch sein. Und ich denke mal, also ich hoffe, das bin ich. Ich gebe mich so, wie ich bin. Mit Verstellen kommt man nicht weit, denke ich mal. Wenn man anfängt, Geschichten zu erzählen, und man muss die Geschichte das zweite Mal erzählen und erzählt dann was anderes, und der andere merkt, das habe ich aber schon anders gehört, dann ist es eigentlich schon zu spät. War es nicht, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, Mark Twain hat das gesagt, "Those who are honest don't have to remember anything." Ja, ja, das kann die sein. Die ehrlich sind, müssen sich an nichts erinnern. So ist es. So, ich glaube in der Richtung. Ich weiß auch nicht, ob es Mark Twain war. Mark Twain hat auch gesagt, wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Der Spruch gefällt mir noch besser. Okay. Ja, und ein bisschen verrückt sind wir ja alle. Ich meine, wenn sich einer da Nacht für Nacht hinsetzt und mit einem Musiker Aufnahmen macht, also ein bisschen verrückt ist das schön, schon, finde ich. Ja, da würde ich sagen, nach dem Interview, was ich mit dem Interview mit Harald Großkopf, er hat mir dann im Nachgespräch noch ein bisschen erzählt, das war eigentlich so gut, das sagte ich, gebe jetzt die Worte von Harald wieder. So, Harald, ich hoffe, ich gebe das jetzt alles so richtig wieder, wie du es mir dann noch im Anschluss unseres Interviews erzählt hast. Ja. Nachts hatte dann teilweise der Klaus Schulze noch eine Idee, ja, und der Harald hat in der Drumkabine geschlafen. Genau. Und dann haben sie dich noch geweckt, damit du wieder alle Geräte anschmeißt und so. Und da hatten sie auch ein bisschen irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil du hattest ja selbst zwei kleine Kinder. Ja. Und dann haben sie gesagt, wenn sie Hunger hatten, sind sie um die Ecke rum bei dir in so eine Kneipe, haben Jägerschnitzel gegessen. Ja, ja, das kann sogar im selben Haus gewesen sein. Das war ja ein Karnevalverein, dem das Haus gehörte, wo das Studio drin war. Und da war auch eine Kneipe drin. Und das war so eine urdeutsche Kneipe. Und es kann sein, dass sie das da gegessen haben. Aber es gab in der Nähe auch ein paar Kneipen. So, aber Eberhard, jetzt dann noch die Frage... Gibt's einen großen Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast? Ja, ich habe mal gelöscht, das ist ganz schnell gesagt. Als Tontechniker? Ja, als Tontechniker. Beim Hessischen Rundfunk? Nee, das war im Studio. Das war in dem Studio, in dem ich angestellt war, bevor ich selbstständig wurde. Da habe ich mein Band gelöscht. Aber auch das habe ich ganz ehrlich sofort gesagt. Und dann haben die alle sich zusammengetan und gesagt, das reparieren wir. Und das fand ich toll, das haben wir dann irgendwie auch hingekriegt. Wir haben zum Teil neu einspielen müssen, das ist natürlich klar. Das ist und da wusstest du, das sind meine Freunde. Aber auf die Leute kann ich bauen. Ja, einmal das, und es hat mir auch einer gesagt, also ein Toningenieur oder ein Tontechniker, der noch nie gelöscht hat, ist keiner. Okay. Ja, also ist mir einmal passiert. Aber das ist das Mal, was dazugehört wahrscheinlich. Zum Job. Dann, Eberhard, wie gehst du mit Selbstzweifeln um? Also jetzt bezogen auf die Musik, deine Karriere als Tontechniker. Ja. Wie bist du mit Selbstzweifeln umgegangen und vielleicht zu viel Kritik dir selbst gegenüber? Ja, die habe ich. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel davon. Ich hatte einen Kunden, der machte so Produktionen fürs Nachtprogramm der Sender. Das war Billigproduktion ist falsch gesagt. Das waren also sehr einfache Titel, sehr einfache Nummern und so, die sehr schön klangen und schön waren, wo man so ein Nachtprogramm locker mitfüllen konnte. Und so. Und der bot mir eines Tages an, weil er nämlich Geld hatte. Der war eigentlich Chemiker, hatte einen Chemiebetrieb und hat das so als Hobby gemacht, diese Kompositionen und Aufnahmen. Und der bot mir an, sagte er, ich will jetzt hier eine Platte, machen Sie doch mal selbst eine Platte. Und da habe ich gesagt, ja, ist eigentlich nicht schlecht. Aber ich hatte natürlich so ganz besondere Vorstellungen, was ich machen wollte. Ich habe dann eines Tages angefangen, das war aber irgendwann mal in einem Jahr zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr, und habe mich mit meinem Minimoog, den ich damals hatte, ins Studio gesetzt und habe versucht, was zu produzieren. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich gemerkt, der stimmt ja wieder nicht, der ist wieder aus dem Ruder gelaufen, den habe ich neu gemacht und sowas alles. Und dann bin ich eigentlich über 3 Minuten Produktion nicht hinausgekommen, in 3 Tagen. Da habe ich gesagt, nee. Ich habe mich sogar ins Studio praktisch eingeschlossen. Ich habe das Telefon abgestellt, meine Frau gesagt, stell keine Telefone durch. Und so, ich muss jetzt mich konzentrieren, muss das machen. Und dann war das so niederschmetternd, das Ergebnis für mich, dass ich gesagt habe, das machst du nie wieder. Und habe das sofort gelöscht, habe es aufgegeben. Ja? Also, ich bin da schon kritisch mit mir selber.
Also du hast ich kann nicht was herausgeben, wo ich bei anderen sage, also das müsst ihr so machen, da ist das Instrument zu laut, da ist es zu leise, da ist es zu hoch, da ist es zu tief und da stimmt es überhaupt nicht und sowas alles. Und kann selber sowas produzieren, was ich anderen nicht durchgehen lassen würde. Ich hab, der Anspruch an mich selbst ist zu hoch. Okay, aber du gehst dann damit um, dass du ganz rigoros dir selbst gegenüber bist. Ja, also du lässt die Selbstkritik nicht irgendwie so rumschwimmen im Hintergrund, sondern du sagst, okay, das kann ich nicht, da bin ich nicht gut genug und lässt es. Es beißt mich auch sehr, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Das ist schon nicht in Ordnung. Aber du gehst direkt an. Ja, ich lasse das nicht hängen. Okay. Ich lasse das nicht hängen. Ja, ja. So, und was ist denn das Mutigste, was du je in deinem Leben gemacht hast? Boah, du stellst Fragen. da müsste ich jetzt aber lange nachdenken. Nee, brauche ich so lange eigentlich nicht nachzudenken. Nein, brauche ich überhaupt nicht nachzudenken. Siehst du, es kommt, dass ich geheiratet habe, dass ich meine Frau geheiratet habe. Das war echt eine mutige Geschichte. Wir haben uns gesehen, wir haben gedacht, das ist es, wir beide. Sie war 16, ich war 19. Ja, und dann habt ihr geheiratet? Und dann haben wir geheiratet. Drei Jahre später haben wir geheiratet. Okay. Wir haben uns dann erst noch verlobt, das war damals üblich, das musste sein. Sonst galt das Ganze ja nichts und dann haben wir geheiratet. Und wir waren beide überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung war. Es war schon mutig, wenn man überlegt, man kennt den anderen ja eigentlich doch noch nicht so gut. Ja. Ja. Das hat bis heute gehalten und bin ich auch sehr froh drüber. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ein absolutes Commitment zu machen, einfach aus dem Glauben raus. Ja, einfach hoffen, dass es funktioniert. Und man muss natürlich auch was dafür tun. Das hat auch geknallt bei uns mal. Aber es hält und wir sind heute über 50 Jahre verheiratet. Über 50 Jahre? Ja, ja. Ich bin jetzt 52 Jahre dieses Jahr. Ja, das nur so als Botschaft in die Welt. Ja, ja. Und sie hat eigentlich so wurde alles, das damals gemacht. Sie hat auch alles mitgetragen, was ich gemacht habe. Als ich damals sagte, ich mache mich selbstständig, ich lege das Geld, das ich da geerbt habe, lege ich mit dem Friedrich Paulsen zusammen an in ein Studio, also an eine Arbeit, die uns liegt, die wir können und die wir machen wollen und sowas. Da war sie die Letzte, die gesagt, sie hat es überhaupt nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, um Gottes Willen, mach das nicht und so, wir können uns doch ein schönes Leben machen, aber das willst du ja mit 100.000 Mark für ein schönes Leben machen, das wäre bald vorbei gewesen. Und da haben wir dahin investiert. Da waren wir uns auch einig und das hat sie mitgemacht und in vielen anderen Fragen auch. Da ist sie auch sehr konform. Okay. Ja, sie weiß, was mir gefällt, was ich gern mache. Und auch wenn es manchmal widerfällig ist, lässt sie mich ziehen, auch zu diesem Interview. Ist das wahr? Ja, ehrlich. Ja, ja. Okay. Dann jetzt eine Frage. Welchen Tipp würdest du einem angehenden Musiker geben? Normalerweise stelle ich die Frage immer Elektronikmusiker, aber deine Erfahrung mit Musik im Allgemeinen ist so weit angehenden Musiker. Egal ob jetzt klassischer Musiker, elektronischer Musiker, Big Band Musiker, was auch immer. Welchen Tipp würdest du angehenden Musiker geben? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, er muss das von der Pike auf lernen. Ich habe das zwar so nicht gemacht, aber ich habe nachher auch dafür, ja, bezahlt habe ich nicht, aber ich habe natürlich vieles nachholen müssen. Dass ich also als 21-Jähriger dann vor meinem Lehrer saß und ihm eine Tonleiter vorspielte und sagte, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Das war schon ein Hammer. Aber das war für mich das Zeichen, man braucht das eigentlich für den Beruf. Man muss sich auskennen in Instrumentenkunde, das habe ich ja alles gelernt. Man muss sich auskennen in der Musikgeschichte vielleicht. Sowohl in der E-Musikgeschichte wie in der Popmusikgeschichte und sowas und in der Rockmusikgeschichte. Ich habe mir dann auch Lexika gekauft und sowas und habe das alles gelesen und so und habe natürlich das meiste vergessen, aber ich habe dann doch vieles gebrauchen können. Aber man muss das Handwerk, muss man verstehen, das man macht. Man muss, wenn man Klavier spielt, muss man wirklich Klavier spielen können und nicht sagen, ich drücke jetzt mal ein paar Tasten oder so. Das funktioniert nicht. Und dann kommt natürlich bei der Elektronik noch dazu, dass man sich auch in der Technik auskennen muss. Ja, okay. Also auch in der Art und Weise, wie die Instrumente funktionieren, sonst kann ich sie nicht richtig einsetzen. Ich kann natürlich viel rumprobieren, das geht auch. Da komme ich auch dahin, aber das ist ein mühsamer Weg. Nun, Eberhard, drei kurze Fragen, die du ganz kurz beantwortest. Ja, ganz kurz. Hoffentlich geht's. Einfach nur das sagen, was dir spontan dann einfällt. Ja.
Und zwar die erste Frage. An wen oder an was denkst du, wenn du das Wort Erfolg hörst? Zunächst mal an den Schulze. Klaus Schulze. Okay. An den Schulze. Also wenn ich das ist naheliegend aus der Tätigkeit, die ich habe. Er war damals sehr erfolgreich. Okay. Sehr erfolgreich. Dann die nächste Frage. Welche Schallplatte oder welche Musikschallplatte empfiehlst du regelmäßig oder verschenkst du auch möglicherweise? Nee, ich habe noch selten Schallplatten verschenkt. Dann ein Buch? Ja, müsste ich jetzt lange überlegen. Oder vielleicht einen Film? Nee. Okay, dann fällt dir nichts ein. Also da fällt mir nichts zu ein. Entschuldigung, aber... Kein Problem. Vielleicht gibt es zu viele, aber nee, also da wüsste ich jetzt nichts. Und jetzt die Frage, die ich auch jeden stelle. Stell dir vor, du könntest in die Vergangenheit zurückreisen. Ja. Back to the Future Style. Ja. Ja, kennst du den Film Back to the Future? Ja. Kennst du? Okay. Und da hättest du die Möglichkeit, den 21-jährigen Eberhard Panne zu treffen. Ja. Welchen Rat würdest du ihm denn geben? Ich gehe davon aus, dass er dann auch, wie ich damals noch bei der Berufsfindung stand, er soll den Beruf ergreifen, zu dem er sich am meisten hingezogen fühlt. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Ich wusste mich auch nicht hingezogen zu irgendeiner Geschichte. Ich bin ja erst aufmerksam geworden durch meinen Lehrer, dass es da sowas gibt. Aber ich würde eigentlich jedem sagen, also mach das, was dir am meisten liegt. Und wenn es noch so abwegig ist. Also Toningenieur zu werden, war damals auch eine ziemlich abwegige Geschichte. Ja. Es gab nur 360 in ganz Deutschland. Und wenn dann noch 15 dazukommen, dann waren die Plätze eigentlich ziemlich schnell voll. Aber es ging damals los, dass die Rundfunkanstalten dann auch dritte Fernsehprogramme machten. Und dann brauchten sie viele Leute. Und dann gab es auch mehr und mehr Studios, die aufmachten. Aber es war eigentlich damals so eine Sache, also mir haben alle gesagt, ja, was ist das denn für ein Beruf, was willst du denn da machen? Ja. Aber ich hatte eine Vorstellung von dem, was ich machen wollte, ja, nachdem ich einmal drauf gestoßen war. Und dann ist das okay, also das würde ich jedem raten. Er soll also das machen, und wenn es ein Straßenkehrer ist, ist egal. Wenn ihm das Spaß macht, soll er das machen. Ja? Schöne Botschaft. Ja. Und dann, Eberhard, würde ich dich fragen, was machst du heute? Was ist deine Vision für die Zukunft? Irgendwelche Projekte, an denen du arbeitest? Ja, jetzt müsste ich natürlich auf mein großes Hobby kommen, das ich habe. Ich bin seit 34 Jahren in der Freimaurerloge. Und das, was ich da mitkriege an Inhalten über Humanität, über Menschenliebe, über menschlich saures Verhalten, das fasziniert mich sehr. Ich bin ein bisschen auch schon deshalb hingegangen, weil ich über eine Zeitschrift da reingekommen bin, die darüber berichtet hat und wo namhafte Journalisten darüber geschrieben haben und sich dazu bekannt haben und das so dargestellt haben, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Und das ist es auch. Je länger ich da drin bin, desto wichtiger kommt mir das vor. Und dafür will ich mich einsetzen. Und ich beschäftige mich sehr viel mit den Themen, die wir machen. Ich halte viele Vorträge und sowas. Und das mache ich auch weiterhin. Und das ist so, wir werden das nie erreichen, das, was die Freimaurerei erreichen will. Das heißt, irgendwo in einem, bei Lessing in einem Werk heißt es, wenn alle guten Taten getan sind, ist die Freimaurerei entbehrlich. Aber es werden nicht alle guten Taten getan sein. Also bleibt die Freimaurerei immer unsere Aufgabe. Also das ist jetzt ein... Damit beschäftigst du dich weitestgehend, ja, und Musik bist du eigentlich gar nicht mehr tätig? Ausschließlich, nein, in der Musik bin ich schon lange nicht mehr tätig. Ja. Okay, ich spiele nur noch Klavier in der Loge, ab und zu. Dann freut es mich aber, dass du heute hier das Interview gemacht hast. Und das habe ich gerne über gemacht. Die einfach mal, ja, ein bisschen aus der Geschichte erzählt hast, weil im Hintergrund bist du ja auch einer, der an der elektronischen Musik in Deutschland mitgearbeitet hat. Ja, von rückwärts gesehen, muss ich das natürlich jetzt auch sagen. Ich habe ein paar Dinge gemacht, die, ohne dass ich das damals gemerkt habe. Ich habe es im Interview über den Manuel Götschink mal gesagt, über seine Correlations. Aber viele andere, die da mitgearbeitet haben, auch nicht bewusst waren, was sie da eigentlich für ein außergewöhnliches Ding machen.
Ja? Beim Schulze war das vielleicht schon eher der Fall, aber letzten Endes auch nicht. Ich habe dann gedacht, naja, gut, der fährt jetzt so durch die Gegend und macht seine Konzerte. Aber ist das so die Erfüllung? Weiß ich nicht. Also ich habe das alles so ein bisschen, ja, alles in Distanz gesehen, muss ich sagen. Habe mich dann nicht so sehr, also identifiziert habe ich mich auf nie damit. Ich habe mich auch nie mit Schulze identifiziert. Ich habe ihn zwar sehr gemocht und wir haben gut zusammengepasst, aber dass ich nur sagen müsste, also ich stehe hundertprozentig auf seiner Musik, da gibt es nichts anderes, so weit ist es nicht gegangen. Ich möchte nochmal sagen, jetzt zum Abschluss, die Platte hier, Synthesis, vom Harald Großkopf, die hat dir der Harald selbst gewidmet. Ja, für Pannes. Da war meine Frau auch mit gemeint, für Pannes. Ist das nicht schön? Ja. Also, Eberhard. Also, hat mich echt gefreut. Nochmal vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei dir. Es ist schön, wenn man sein Leben so ein bisschen zurück... Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Eberhard Panne davon zu überzeugen, dass er doch wieder elektronische Musik macht. Und ich bitte euch, der Zuschauer, der jetzt dieses Interview sieht, doch einfach in die Kommentare unten reinzuschreiben und einfach ihn anzuspornen, doch wieder elektronische Musik zu machen. Eberhard. Bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Ich hab noch ein kleines Schlusswort. Kierkegaard hat gesagt, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. In diesem Sinne habe ich heute auch ein bisschen was verstanden. Also, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.